Wir stehen vor einer Krise, wir sind zum Teil schon drinnen. Und von dort her geht es jetzt nicht darum, dass wir die Hände in Schoss legen oder den Kopf ins Anstecken. Jetzt müssen wir daran arbeiten und den Leuten Perspektiven geben, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass keine Arbeitsplätze gestrichen werden.